In Belgien gibt es bekanntlicherweise ja noch das eine oder andere Kernkraftwerk zur Erzeugung elektrischer Energie. Zwei dieser Kernkraftwerke waren vor kurzem, die Entscheidung erging im Juli 2019, Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Fragestellung dort lautete: Ist für eine bloße Laufzeitverlängerung einer in der Vergangenheit bereits erteilten Betriebs- und Errichtungsbewilligung eine UVB durchzuführen oder nicht? Wie die Frage vom Europäischen Gerichtshof beantwortet wurde und was das allenfalls mit wasserrechtlichen Wiederverleihungsverfahren in Österreich zu tun haben könnte, damit wollen wir uns in der heutigen Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht ein wenig näher beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Ob für ein Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, ob es ein Projekt im Sinne der UVP-Richtlinie ist. In Belgien wollte man zwar, gibt ein Gesetz aus dem Jahr 2003, schrittweise aus der Kernenergie aussteigen. Dieses Gesetz ist allerdings 2015 geändert worden, so dass bestimmte Reaktoren noch länger, noch einige Jahre am Netz theoretisch hängen könnten. In dem Zusammenhang hat sich dann die Frage gestellt, ob diese Verlängerung der Laufzeit bei zwei Kernkraftwerken, DOEL 1 und DOEL 2 heißen die, eben ein solches Projekt darstellt und allenfalls eine UVP hätte durchgeführt werden müssen. Was ist ein Projekt im Sinne der UVP-Richtlinie? Das ist die Errichtung und der Betrieb von Bauten und Anlagen, aber auch jeder sonstige Eingriff in die Natur. Der Europäische Gerichtshof hat hier nicht lange gefackelt und hat sich näher angeschaut, was geht denn mit dieser Laufzeitverlängerung an sich einher. Und einhergegangen mit dieser Laufzeitverlängerung sind bestimmte Investitionen, die notwendig waren, um weiterhin sicher betreiben zu können. Die Errichtung von oder Sanierung von Abklinkbecken für Brennelemente, Überschwemmungsschutzmaßnahmen haben gesetzt werden müssen, Bunkeranlagen sind überarbeitet worden und dergleichen mehr. Und in diesem Zusammenhang hat der Europäische Gerichtshof gesagt, besteht eben ein nahezu untrennbarer Zusammenhang zwischen der Laufzeitverlängerung und der dafür erforderlichen, falls zu setzenden Maßnahmen, dass man eben von einem Projekt im Sinne der UVP-Richtlinie sprechen kann. Ergo, für die Laufzeitverlängerung in dieser konkreten Ausgestaltung ist jetzt eine UVP in Belgien durchzuführen. Was hat das mit österreichischen Wiederverleihungsverfahren nach dem Wasserrechtsgesetz zu tun? Nun, bislang war es so, dass bei einem Wiederverleihungsverfahren ebenfalls lediglich eine Laufzeitverlängerung vorgelegen ist. Wenn nun allerdings mit dieser Laufzeitverlängerung oder in der österreichischen Sprache dann Wiederverleihung der wasserrechtlichen Bewilligung ebenfalls Maßnahmen einhergehen, zur Anpassung an den Stand der Technik beispielsweise, was gar nicht so selten vorkommt, dann könnte sich auch hier in Zukunft in Österreich die Frage stellen, ob nicht auch bei Erreichen oder Überschreiten bestimmter Schwellenwerte ebenfalls eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Kurz, da könnte einiges auf die österreichischen Wasserrechtsbehörden und Kraftwerksbetreiber zukommen.